What are you doing here? There's a murderer on the loose. Ich habe da ein paar Leichen gefunden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Spiel The Wanted Man's House von unserem liebsten Game Studio, Noxus Game Studio, zu finden hier auf itch.io. Ich mache mich mal in meine kleine Ecke zurück, damit wir mal über das Spiel reden können. So, wir gucken uns da mal ja, so ein bisschen Screenshots an. Ja, das sieht schon richtig professionell aus. Das ist ja wieder mal so ein schönes PlayStation 1 Grafik-Game. Eine frische Perle. Der Spielgeschichte. So, nicht lang reden. Wir gehen mal wieder in das Spiel hinein. So, Play, ja. Ah oh, ja, ist gut. Nokia. Ethan. Hey, man. Mom? Hey, Mon. Hey, Mon, are you sure? Ah, man. Are you sure you're going to do this? What is the killer finds here? So. Ritter Marit, hier seht ihr da sicher, ja? Was ist denn, wenn der Killer da ankommt und dich findet? I will, man. Imagine how famous I will be with that footage. I will look at all of all and put it in the city paper. Und da sagt halt nur, ja, hier, es kommt in den Stadtanzeiger rein. Und ich werde da hier übelst bekannt werden, dass ich da hier die ganzen Fotos gemacht habe für den Crazy Man's House. Und Ethan wieder. Well, that's your choice. Be careful, also deine Entscheidung. Sei vorsichtig. I hear that the police are already looking for him at this house. Auf jeden Fall noch was zocken, sagt Sick. Naja, gut. Also, die Polizei sucht halt nach diesem Babyface-Mörder. Me, thank you, Ethan. Okay. Wir wurden gewarnt von unseren Freunden, dass der da auftauchen könnte. Also sind wir ja eigentlich selber dran schuld, wenn da was passiert. Na gut. Ah ja. Ah, die Grafik wird ja irgendwann beschissen. Ich könnte ja mir mal das Gras schneiden, du. Das ist ja hier wie so ein Labyrinth. Ich komme hier gar nicht weiter. Das ist ein Scheißdreck. Auf jeden Fall das erste Spiel, oder das erste Spiel heute, was wir spielten, war ja ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Babyfaces House. Also wir haben es gefunden, das Haus. War ja gar nicht mal so schwierig gewesen, du. Können wir rundherum gehen? Nee. Mörder, bist du hier? Hier. Wand eben ordentlich verputzt. Was hat da denn? Searching. Diary Page. Oh nee. Interessiert mich ja jetzt nicht. Ja Leute. Wenn du da irgendwie verrückt bist. Searching. Kommt jetzt die gleiche Scheiße raus? Ja, hier, nee. Hier Inventar habe ich immer noch nicht. Wir können ja hier den Fernsehen wegschleppen. Da ist sowas da hinten drin. Search Item. Naja, there's nothing. Okay. Scheiße aus. Ja, Fliesen. Schön Licht. Richtig angenehm. Spot. Ja, hat nicht wieder Rest. Das ist nothing, okay. Hier ist. Mach mal zu hier.
Bücherregal, das scheint ja so, gar nicht so ein böser Mensch zu sein, wenn man so viele Bücher hat. Key, Basement, Pickup. Na wunderbar, noch irgendwas anderes zu finden, nö. Was ist denn hier drin? So, Schlüssel zum Keller. Komm. Aber hier gefährlich, Gefahrenquelle. Gar kein Geländer angebaut. Wenn das die Baubehörde hört, der kriegt da Ärger. Inventar, Pickup, Schlüssel. Nehmen wir jetzt. Die Tür auf. Key Basement, Pickup. So. Na komm. Da machen wir mal die Tür zu. Ja, hier Schlüssel, brauchen einen zweiten noch. Den einen lässt er da einfach offen im Garten liegen und den zweiten, den versteckt er dann oben, ne? So, wie sieht's denn aus? Ich? Atmosphärisches Rauschen hier. Okay. Was ist das? Nummerncode. Ist zugemacht. Der hat ja mehr Keller, mehr Räume unter der Erde als oben drin. Drüber, Junge. Was ist denn das für einer? Hab ich ein bisschen erschreckt, dass da einer stand, ne? Hallo. Das hat ja richtig Substanz, das Game. Zuerst nothing, okay. Hier ein Regale. Ah, hier. Ja, hier geht's ja schon wieder weiter. Pick up, Crowbar. Kommen wir ja schon wieder weiter. So, Crowbar, so. Pick up. So. Da hat er so einen richtigen Bunker unter dem Haus. So, abgeschlossen. Hier ist auch abgeschlossen. Oh, hier, schöne Matratze. Ist wahrscheinlich Sex Dungeon oder sowas. Ah, Lockpick. Pick up. Da hat ja schöne Sachen hier rumliegen. So, hier. Inventory. Use. Unlocking. Na, besser als irgendwelche Sachen zu. Oh no. I'd better get out of here. Und die schönen Ratten. Wie jedes Mal. Ja. Ja, du. Ja, sind wir da. Hier ist wieder so eine unsichtbare Wand. Und die schönen Ratten. Jung. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, Leute? Ja gut, gucken wir mal an. Bevor jetzt gejagt werden von den Verrückten wahrscheinlich, dass wir alles gesehen haben. Genau, da hat ein paar Puppen hier. Genau, da hat ja super Leichen. Ja gut. Saving. Freeze. Scheiße, Polizei. What are you doing here? There's a murderer on the loose. Ich hab da ein paar Leichen gefunden. Oh. Wie? Ey. Hä?
Nee, geh weg. Hat der Polizist irgendwie die Waffe fallen gelassen? Dass sie abknallen kann. Hallo? Geh weg. Das habe ich ja schön alle Ruhe der Welt, auch irgendwelche Kurzzeit zu geben, ne? Error. Hör auf! Das tut doch weh. Leute, habt ihr eine Ahnung? Was ist die richtige Nummer? Au! Au! Hör auf! Freeze! Freeze! Ist nicht so viel Sprachausgabe, aber ein bisschen. Ja, ja, verstehe schon. Warum kann ich nicht die Waffe nehmen und ihn einfach abknallen? Oh nee. Screwdriver, kann ich die jetzt abstechen? Ich glaube, da kann ich dann den einfach mal nicht abstechen, sondern ich kann dann in den Ventilationsfach Schacht vielleicht einklettern. Okay, hier kriege ich noch die Taschenlampe her. Die gelb. Au! Au ab! Au! Au! Das hast du in Schraubendreher. Ach, Unlocking. Zu schön. Wie ich es raus? Wie bin ich jetzt gelandet? Ach, hallo. Ja, Tape. Ein Buch. Was ist denn hier? Ah, hier. 5 Sachen. Also, Dreieck. Schreib mir das auf. Ich mache gut, Leute. Dann wartet einfach mal draußen vor dem Ventilationsfach. Ventilationsbündel vor mir. Das ist auch sehr schön, ne? So, machen wir hier schönes Büdel. So. Ja. Scheiße. Wie geht's also? Den kannst du einen Rotz finden. So, was gibt's denn sonst noch hier in diesem schönen Raum? Ein bisschen kurz geratenes Bett. Ja. Schön. Okay. Paper. Oh nee. Das ist doch nicht gelesen. Eins, a lifeless form, I know. The journey had only just begun. Also, da findet es geil, der Leute umzubringen. Vacancy had played only its first notes. Okay. Da findet es halt ein bisschen schön. So, die Leute umzulegen. Kann ich hier noch irgendwas finden?
So, da gehen wir im Inventar, nehmen die Taschenlampe. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Was ist denn das hier? Okay. Hier ist nicht. Okay. Ist der jetzt noch da, oder? Oh, nee. Dreieck 4. 4 ist der erste. Au. Hör auf. Hier. Chat, ich brauche eure Hilfe. 4. Hier ist nichts. Was ist der Bauern hier? 4, 8. Herz 7. 4, 8 und am Ende des 7. Wie hier? Kreis 3. 4, 8, 7, Kreis 3. Scheiße. Geh weg. Nach 7, Kreis 3. Au. Fünf. Jo, Raute 5. Ah, shit. Was haben wir denn für die Nummer? 4, 8, 3, 5. Und dann halt nur noch direkt skippen das Ding und dann einfach gucken nach der Freeze. Nach dem anderen Ding. What are you doing? Ja, ja. Wir haben es gleich, Leute, wir haben es gleich. Ich muss sagen, aber auf jeden Fall mich interessiert es, das Ding fertig zu machen. Lustige Elemente, wie jetzt einmal, dass da einfach alles stehen und liegen bleibt. Und das halt ein bisschen egal ist, ob das da hinter mir ist oder nicht. Pick up. Ha, ja. So. Na, der kommt jetzt. So, unser Freund. Hau ab, du. Herz 7. 4, 3, 5, 7. Okay. 4, 8, 3, 5, 7. Das ist ja ein bisschen gemein, du hier. Ne? Hier, raus! Komm doch wieder, unser Freund. So. Richtig easy hier. Hier lang. Hier? Genau. Da liegt dann. Hier und wo rum? Ah, hier.
Nee, Taschenlampe brauchen wir nicht mehr. Ja, use. Und wieder zurück. Ach, Scheiße. Au. Auf. Schlag mich nicht. Gleich geschafft. Leute. Wir sind fast da. Use. Warum kann ich das Ding nicht benutzen? Pick up nothing. Okay. Geh weg. Es klappt so leicht. Jetzt ist hier mein Mauszeiger verschwunden, also kann ich ja schlecht auf das Ding drauf klicken. Get verdammte Scheiße. Jetzt buggt das Ding wieder. So, meine lieben Freunde, das war's ja jetzt schon wieder. Haunted Man's House. Wollt ihr es fertig machen? Ich hab da Probleme. Ihr habt da irgendwie jetzt zum Schluss den Bolzenschneider zu finden, der da in der zum Lösungsvideo, den ich gesehen habe. Einmal habe ich ihn gekriegt und da konnte ich irgendwie nicht das Tor aufmachen. Und jetzt beim zweiten Versuch, da war der ganze Bolzenschneider auf einmal nicht da. Sehr mysteriös. Ich sag mal so. Ansonsten, das mit den Kult finden, das war eigentlich sehr gut gelöst. Schönes Minigame, so ein bisschen rätselhaft, war eigentlich ganz schön gewesen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und um da auf den Laufenden zu bleiben, ist es gut für euch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Es hilft euch sehr und bleibt auf dem Laufenden. Und schreibt mal einen Kommentar, was ihr über das Spiel haltet und lasst mal einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Also auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und goodbye. Ciao.